grüße dich zur Märchenhaube. Heute möchte ich dir die Geschichte über die Kärntner Kastnudel erzählen. Die Kärntner Kastnudel gehört wie der Rheinding und der Gurkdaler Speck einfach zur Kärntner Tradition. Die gefüllten Teigtaschen landen seit Jahrhunderten auf den Kärntner Tellern. Die älteste erhaltene Aufzeichnung über die berühmte Kastnudel stammt aus dem Jahr 1753 und wird im Kärntner Landesarchiv aufbewahrt. Dabei ist noch zu erwähnen, dass Kärnten älter ist als Österreich und Deutschland, aber zu ein anderes Mal mehr. So, aber woher kommt nun die Kärntner Kastnudel? Die Urkastnudel kommt aus Oberkärnten. Die erste schriftliche Aufzeichnung über die Zubereitung der Kärntner Kastnudel stammt aus Spital an der Drau. Damals wurde die Kastnudel immer mittwochs und freitags in einem Hospital serviert, damals eine Herberge für Wanderer und arme Leute. Das erste exakte Rezept dieser Köstlichkeit stammt von 1915. Eine Schülerin der Landesmeiereischule in Klagenfurt beschrieb die Fülle der Kärntner Kastnudel so: Der Topfen, in Deutschland Quark genannt, wird zerdrückt oder gerieben. Semmelbröseln werden in Butter geröstet und je nach Geschmack etwas Kerbelkraut dazugegeben. Einige Löffel Sauerrahm und die Eier unter den Topfen vermengt und gesalzen. Oh, Durst! Heute variiert die genaue Zubereitung je nach Region. Im Rosental etwa wird die Kärntner Kastnudel traditionell mit Semmeln und Topfen zubereitet. In Mittelkärnten werden Kartoffeln mit Topfen passiert und im Gailtal gibt es vorwiegend eine Kartoffelfülle. Zur Kastnudel sind im Laufe der Jahre die Kärntner Minze dazugekommen und auch die Fleischnudel, die Spinatnudel oder die süßen Kletzennudeln. So oder so, die Kärntner Spezialität schmeckt in jeder Variante. Typisches Merkmal der Nudel ist der gekrandelte Rand, der durch das zackenartige Zusammendrücken der Teigränder entsteht. Ein Madel in Kärnten darf erst dann heiraten, wenn sie krandeln kann. Also, ich hoffe, ich konnte dir deinen Koch- und Grillhorizont ein wenig erweitern und wünsche dir eine angenehme Nacht. Dein Roland von der Märchenhaube.